So, weiter geht es mit dem zweiten Tutorial Betonvorbereitung. So, jetzt kannst du willkommen zurück. Du fragst dich sicherlich, wie du an den Beton kommst, den du in den vorigen Lektionen in deiner Schubkarre hattest. Der Game Designer wollte nicht, dass die Lektion zu lang wird. Okay, lass uns herausfinden, wie man das macht. Dann laufen wir wieder dahin. Schalte den Betonmischer ein. Beton. Mörtel und Beton. Der Mörtel wird benötigt, um die Blöcke zu verbinden. Beton dagegen wird für Fundamente verwendet. Beginnen wir mit dem Einschalten des Betonmischers. Zack! Du verlierst 1 Dollar pro Sekunde. Sei also schnell und effektiv. Ja, einiges an Sand. Ich habe mal da voll die Kohle abgezogen. Ich habe noch nie gesehen. So, das muss ich jetzt erstmal ausschalten. Ich habe das voll. Okay, was meint er? Nimm den Zement aus dem Zementsack und gib ihn zum Mischer. Okay, das mache ich jetzt. Aufheben zum Mischer. Bisschen Zement. Gieße das Wasser mit einem Wassereimer in den Mischer. Haben wir denn so einen Wassereimer? Ach, da unten. Hammer, muss er alles selber machen. So, jetzt ist er da mischen. 50% haben wir schon. Fertig. Okay, erstmal hier ausschalten was. Wieder Beton aus dem Panel aus. Nein, nicht Wasser reintun. Ach so, hier. Ah, okay. Der macht aber nichts. Vielleicht sollte ich das mal wegtun. Beton, klicke auf Auto aus. Auto aus, um Beton zu erstellen. Okay, der macht das jetzt. Nimm die Schubkarre aus dem Werkzeug. Alter, was? Das ist ja echt schon krass hier. Öffne das Werkzeug und fülle die Schubkarre. Ach, echt? Noch eine Schubkarre? Ach so. Extra für das Ding. Gieße den Beton. Ach, jetzt musst du das auch noch drehen, ne? Ja, das ist halt eine Simulation, ne? Da wird nur oben angezeigt. Okay. Alles klar, das war die zweite Tutorial. Danke und bis gleich. Ciao.